Wie kamst du zum Theaterspielen? Ja, eigentlich hatte ich überhaupt gar nicht so die Idee. Also ich war früher in der Unterstufentheater AG bei Frau Linkhorst und Frau Hille und das hat mir eigentlich immer recht viel Spaß gebracht. Und ich kenne sehr viele von den Abiturienten, die jetzt momentan Abi machen, schon ziemlich lange und die haben einfach mal gesagt, hey Tiki, komm mal mit. Was ist denn das Tolle am Theaterspielen? Bringt einfach Spaß, auf der Bühne zu spielen, verschiedene Charaktere, sag ich mal, auszuprobieren, mit den Leuten zusammen rumzuhängen. Worum geht es denn in diesem Stück Unter dem Milchwald? Ja, bei Unter dem Milchwald geht es um ein walisisches Dorf, was Larrigup heißt. Und da geht es um eine Dorfgemeinschaft mit all ihren Klischees und Charakteren, die sehr eigen sind, die man sich so vorstellt für so eine Dorfgemeinschaft. Und man sieht, also das Publikum sieht einmal den Tag, den typischen Tag eines solchen Dorfes, wie der so durchlebt wird. Wie findest du denn dieses Stück? Um ehrlich zu sein, bin ich dem gegenüber ein bisschen skeptisch, aber nachdem man da so ein bisschen Motivation gehört hat, ist es eigentlich doch ganz cool. Welche Rolle spielst du? Ich spiele mehrere Rollen. Einmal spiele ich den blinden Captain Cat, dann spiele ich einmal den schizophrenen, bisschen durchgeknallten Mr. Pew. Spielt ihr noch? Dann bin ich einmal ein Sprecher. Ich bin der Barkeeper Sindbad Seefahrer und ich bin der Polizeiwachtmeister Attila Reese. Was ist deine Lieblingsszene? Das ist schwierig zu sagen. Also besonders spannend finde ich natürlich die dramatischen Szenen mit Captain Cat, wo er in so einer gewissen depressiven Stimmung ist und tatsächlich auch dem Publikum so eine gewisse Dramatik rüberbringen soll. Aber natürlich besonders gerne mag ich die Szenen, wo das Publikum Grund zum Lachen hat. Wie ist das Gefühl, wenn die Menge applaudiert? Ist schon cool. Also, wenn man dann irgendwie merkt, dass eine Szene funktioniert hat, dass es am Ende halt alles geklappt hat, dass man dann das irgendwie geschafft hat und es auch gut war, dann freut man sich schon. Möchtest du nach deinem Abschluss weiter im Theater spielen? Ja, auf jeden Fall. Also eine Schauspielausbildung kommt eher nicht in Frage, weil das schwierig ist, dann sein Geld zu verdienen mit Schauspielerei, aber eben hobbymäßig auf jeden Fall.